Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Resident Evil Village Shadows. Roses Shadow. Shadow of Rose. Junge, es ist unglaublich. Ich hab's einfach jedes Mal bei jedem Intro falsch ausgesprochen. So, wie auch immer. Shadow of Rose. Wir sind jetzt hier und haben jetzt mit diesem Schlüssel, den wir hatten, den Drei-Augen-Schlüssel, sind wir weitergekommen in den Raum, in welchem die letzte Maske auf uns wartet. Ist das die letzte Maske? Ja, das ist es, Rose, und wir müssen jetzt rausfinden, wie wir da dran kommen. Ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, okay. Das war gar nicht so verkehrt. Nee, oder? Okay, das sind ein paar. Sollte aber kein Problem für uns sein. Wir gehen hier ganz gemütlich nach... Okay. Nee, ihr wollt so. Dann werde ich dich jetzt auch kalt machen. Ist jetzt halt so. So, der nächste. Als nächstes das. So, und du auch noch, komm. Du nachher? Okay, dann schnappen wir dich als nächstes später. So, jetzt müssen wir aber erstmal diese Dinger befreien. Ja, das ist der da unten oder so. Okay, hier ist es nicht. Oh, schau mal an. Hat sich doch dazu entschlossen, hochzukommen. So, erstmal ganz gemütlich. Jetzt haben wir den Burschen hier erstmal beiseite genommen. Wir haben nochmal Schießpulver, das ist auch ganz gut. Erstmal hier kurz rumschauen. Okay, hier gibt es keine Möglichkeit. Okay, was ist hier? Her mit dem Kraut, das ist nie verkehrt. So, okay, gehen wir hier durch. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Ach, wir sind wieder hier. Okay, verstehe. Hier und hier. Mhm. Interesting. Wozu auch immer ich hier durch muss. Okay. Wir müssen irgendwie das letzte Teil hier runterbekommen. Ist aber nicht so leicht. Ich weiß, wie wir da hinkommen. Okay, lass uns hier mal alles ganz genau anschauen. Ne, da hinten ist eins. Das reicht von der Posi nicht. Kann man da rumlaufen? Wir müssen irgendwie nach da hinten auf die andere Seite kommen. Dahin. Wie kommen wir da hin? Wisst ihr, hier auf die Seite. Wie kommen wir da hin? Ja, hier ist das Teil. Wir können doch mal runtergehen. Warte mal, ist hier auch noch eine Tür? Ah, ne. Okay, gehen wir mal runter und schauen, ob wir da irgendwie dran kommen. Was haben wir denn jetzt bis jetzt für einen Weg hier? Also wir haben jetzt hier die Nummer. Zack, zack. Kommen wir da ran? Oh, da kommen wir ran! Okay, very nice. Reicht das bis nach oben? Weil wenn ja, müssten wir das aktivieren können. Okay, das wusste ich jetzt nicht, sorry. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das von der Reichweite möglich ist. Aber das könnte ganz gut für uns sein, denn wir kommen jetzt vielleicht an die... Ja, wir kommen ziemlich sicher an die letzte Maske. Very, very nice. Oh Gott, okay, schnell aktivieren. Top. Alter, ich mache euch jetzt mit der Shotgun. Wow. Oh, geil. Oh, very nice. Gibt's hier was in dem Raum? Sowas hier. Okay. Ja, kann ich mir geben. Flintmunition, 2 Stück. Geil. Nachladen.
Es wird ja ziemlich sicher ein Bossfight geben. Weißt du was, wir stellen mal Munition her. Okay. Ja, komm. Erste Hilfe können wir auch noch herstellen. Alright. Eigentlich, wisst ihr was? Eigentlich könnten wir eine nehmen. Damit wir wieder grün sind. Weil bis jetzt sind wir nämlich nicht grün. So, die können wir noch weiter nachladen? 5 Schuss, okay. Können wir immer reinmachen. Wir machen aber mit der Pistole weiter. Nice, okay. Jetzt können wir rüber und können uns die goldene Maske holen. Woo! Oh, ich bin ganz aufgeregt. Was wird passieren? Die letzte Maske! Goldmaske. Wow! Geilo. Boah, diese veraderten Hände von Rose. Gar nicht aufgefallen vorher. Was jetzt? Oh oh. Was ist denn jetzt passiert? Oh nein, wir sind eingesperrt. Ist das nicht so? Wo bin ich? Eingesperrt. Raus aus den Federn, Kleines! Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristall entfernt. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm, nicht schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet. Der wäre? So viele Sklerotien. Und fast alles ertragen. Na, was denkst du? Findest du die echten? Dir bleibt nicht viel Zeit, Kleines. Tick-Tack, Tick-Tack. Beeil dich, lieber, sonst bist du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Hoppla, mir scheint, dir fehlt das richtige Auge. Bleib ruhig, ich helfe. Okay. Nur noch 2 Minuten, keine Zeit zu verschwenden. Links, er sagt links, okay. Sagt er jetzt rechts? Das war nicht mal knapp. Spawnt da eigentlich immer mehr? Eieiei, wie die Zeit vergeht. Was sagt er? Nur links. Noch 90 Sekunden. Tiefer als das Fass. Ich an deiner Stelle würde kein Risiko eingehen. Als das Fass. Tiefer als das Fass. Rechts. Also, tiefer vom Fass rechts. Du solltest dich ranhalten. Wie viel Zeit habe ich noch? Vielleicht muss ich die wegmachen für die Hinweise. Ja! Oh! Gute Arbeit. Nice, we did it. Nächster. Oh, das passt noch nicht. Verdammt. Kaputte Wand. Tiefer Schatten. Kaputte Wand, tiefer Schatten. Großer Kern. Bitte? 30 Sekunden. 30 Sekunden noch? Ah, kaputte Wand. Jetzt? Schneller. Im Ernst? 10 Sekunden. Oh, verdammt. War mir ein Vergnügen. Schneller, schneller, schneller. Das war's noch nicht? Oh nein, haben wir es verloren. Was? Ich hab verkackt. Ja, ich hab verkackt. Oh, sorry, Leute. Aber ich hab's jetzt gecheckt, zumindest.
Ja, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung, Rose. Sie sind verloren. Das macht nichts. Ich krieg's jetzt hin. Ich krieg's hin. Okay, weiter. Laber nicht. Überspringen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Okay. Alles frei machen. Wir machen erstmal die ganzen Teile weg. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Wo er die Informationen umschreiben kann. Hoppla, mir scheint ihr wieder so, sichere Augen ich helfe. Hierfür, Liebes. Ich glaube, es ist Ethan. Nur noch 2 Minuten. Keine Zeit zu verschwenden. So, rechts. Ja. So. Gute Arbeit, jetzt kommt die kaputte Wand, nicht wahr? Das war nicht mal knapp. So, kaputte Wand. Ich an deiner Stelle würde kein Ei-Ei-Ei in Zeit. So, Inventar. So, wie geht's weiter? Hier vielleicht? Bist du bereit für das große Finale? Mission. Wo ist das große Finale? Schnell! Okay, wohin? Was? Was? Folge meinen Worten. Ja, okay. Hier. Hoch. Da. Wir haben es geschafft. Okay. Good job. Ein Glück, das war's. Okay. Alle 3 Masken platzieren ist unser nächstes Ziel. Du hast es geschafft. Ich will wissen, wer du bist. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Ich hoffe so sehr, dass es Ethan ist. Das wäre so cool. Ich wollte eigentlich einen Pony, aber besser als nichts. Ja. Wir nehmen die Munition. Okay. War cool gemacht. Fand's eigentlich ganz cool. Der Ethan. Ich glaube, es ist so. Der versucht, seiner Tochter zu helfen, weil seine Seele einfach halt immer noch dort ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden es hoffentlich erfahren, wer es ist. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Masken platzieren. Die letzte Maske und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Also ich erwarte auf jeden Fall noch einen Bossfight. Oh nee, nicht du schon. Ich erwarte auf jeden Fall einen Bossfight. Das wäre richtig geil. Chemikalien, Schießpulver, noch mehr Flintenmunition. Okay. Ein Bossfight gegen den großen Mann, den großen dicken Mann, das fände ich schon echt cool. Müssen wir die Flinte eigentlich auch nachladen? Ne, ist gut. Oh, nicht die Rohrbombe. Ja, jetzt wird's spannend. Fast soweit. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber, um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lang mit ihnen gelebt. Sei vorsichtig. Ich weiß. Ich weiß. Ich werde vorsichtig sein. Und nun die letzte Maske nutzen. Geil. Und somit ist es completed. Okay, was wird jetzt passieren? Boah, wir kriegen den Kristall. Oh,
Oh, da ist er. Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Nein. Das ist eine Replik. Auf du bist ein Replik. Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Oh nee. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Dreh dich um. Nein, nein. Oh Gott, wo landen wir denn jetzt? Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Bossfight? Und Vorhang auf! Oh nein. Okay, wie soll das funktionieren? Wie soll ich gegen ihn kämpfen? Ich renne einfach weg. Oh shit! Jetzt ist er sogar noch hässlicher! Aha! Aber er mag hässlicher sein. Aber wir wissen jetzt, wo wir sind. Wenn man halt zumindest treffen würde. Oh, der ist voll nah! Alter. Guter Mediziro! Guter Mediziro! Jetzt werde ich dir in den Brustkorb schießen. Brustkorb klar. Das nenne ich Unterhaltung! Ich nenne das auch Unterhaltung. Ach, ich liebe Resident Evil einfach. Ist einfach geil. Und oh Gott, ich dachte, du seist eine Kämpferin. Lauf, kleines Häschen, lauf, lauf, lauf. Das klappt doch bis jetzt ganz gut. Oh, der war mehr. Oh. Hab ich's geschafft? Haben wir ihn? Na, sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Der Bruder ist durch. Langsam wird's langweilig. Oh, es kommt nochmal was. Zeit für etwas mehr Schwung! Nein, 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 nicht einschränken. Oh, verdammt. Ja, okay, 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 ist ja geil. Lass es sein. Stell dein mieses Gesicht ein. Ist irgendwas? Pistole, Munition. Noch mehr Munition. Oh Gott. Einfrieren. Ich bewundere deine Entschlossenheit. Haben wir noch weißes Salbei? Ja, haben wir. Nicht untersuchen. Okay, Moment. Oh, er kommt schon. Moment. Okay, wo ist er? Oh, es wackelt so. Ich treffe irgendwie da. Jetzt. Ich sehe meine Häschen so gern zu, wie sie sich bilden. Hit den Stab! Mieser Lumpen! Oh oh. Haha, da bin ich doch. Oh, der war gut. Und jetzt? Haben wir ihn? Da ist er safe. Oh oh! Keinen so öden Kampf! Wie fährst du denn mal deine Schnauze hältst da oben? Was kommt als nächstes?
Das soll eine Show sein? Lass ihr das nicht durchgehen! Oh. Das. Was kann Variante 3? Ist Variante 3. Oh Gott, hinter mir. Au! Oh, das war übel unfair. Arznei. Okay, Kollege ist wieder da. Wir haben ein bisschen Flintmunition. Auf deinem Rücken. Okay, okay, okay. Ja. Ja. Das sieht so mies aus. Hä, wie albern. Er versteckt sich vor mir. Okay, good job. Wie will man eine Arznei verwenden, ne? Also wenn er trifft, tut's echt weh. Hey, alles cool, Mann. Ich hab's nicht so gemeint. Jetzt spawnt er wieder irgendwo. Am besten einfach im Kreis rennen. Okay, er spawnt hier. Wenn er spawnt, haut er mal direkt. Mieser Lump, ich hab nur noch 2 Schuss. Danach muss ich welche craften. Reicht's mit dem Gepäck? Ich crafte sie lieber jetzt. Verdammt, kann ich nicht. Okay. Bring's zu Ende! Okay, er spawnt wieder. Wir schaffen das. Oh, das macht uns schon. So, komm. Frick, was macht er jetzt? Oh, er hat mich nur gelockt. Er geht wieder. Oh, cool. Okay, mega uncool. Ganz und gar nicht cool. Wo ist er? Komm her. Ich habe noch 2 Schuss für deinen Rücken. Was soll das? Das ist jetzt... Ah! Okay, er ist ready für uns. Wir sind ready für ihn. Sauber. Okay, wir haben keine Munition mehr. Dann nehmen wir jetzt die Pistole. Die wird's auch bringen. Oh, er ist so schnell. Okay, er lässt es wieder sein. Wir haben auf jeden Fall einiges an Munition. Wir können ein bisschen was verballern. Ich bin so ready für dich, Bruder. Oh, wir haben ihn. Nutzlose Kreatur! Was für eine Enttäuschung! Kommt er jetzt? Was soll? Dein Tod ist unausweichlich. Oh nein. Lauf. Ja, run. Wohin? Hier? Okay. Let's go! Was? Da runter? Ja, spring. Ah, sie ist wieder in dem Wasser. Interessant. Das Monster sah schon cool aus mit diesen ganzen Gesichtern, wenn man sich das so anschaut. Wie wird es weitergehen? War das das Ende? Also war das so der letzte Fight? Oder kommt da noch ein krasserer Bossfight?
Hi. Guten Morgen. Wo bin ich denn jetzt? Vor den Toren des Schlosses. Kann das sein? Eine tiefere Ebene. Je tiefer du gehst, desto schwerer die Flucht. Okay. Du musst gehen, solange du kannst. Ich will nicht gehen. Ich will nicht gehen. Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Das ist in Ordnung. Der Kopf. Ja, und? Dann lass ihn uns suchen. Dann los. Let's go. Wie es cool aussieht, gell? Es sieht richtig creepy aus. Ich lieb's. Die Umgebung erkunden. Oh. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Okay. Dann sag, wo er ist. Ich komm ihn holen. Creepy. Willst du meine Freundin sein? Ach du, gerade bin ich mir nicht so sicher. Ich habe eigentlich so meine festen Freunde. Ich meine, wir können mal einen Kaffee trinken gehen oder so, aber... Also, ich habe halt meine Freunde. Let's play. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor, aber was soll das? Was möchtest du denn spielen? Ich weiß nicht, also ich möchte gerade einfach eigentlich nichts spielen. Ich möchte nur den Kristall oder was. Ich brauche eigentlich nicht mehr. Mir würde der Kristall reichen. Wenn du mir einfach sagst, wo der Kristall ist, ich würde den kurz holen und... Gibst du mir deine Nummer? Ich rufe dich dann einfach mal an. Ich will eigentlich gerade nicht spielen. Okay. Mist, ich hab's nicht gelesen. Ach, Rose. Was? Irgendwas ist anders. Ja, das stimmt wohl. Oh. Okay, jetzt wird's weird. Welcome, Ro. Nein! Ich speichere erstmal. Wisst ihr, welcher Raum das ist? Das ist da, wo ich den kränksten Jumpscare meines Lebens erlebt habe. In Resident Evil Village. Wo hier dieser riesige Wurm war. Dieses Baby. Dieses Wurmbaby. Dieses Embryo. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste. Aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen. Aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was Tolles gemacht. Was? Hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen.
4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy, aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann's nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist... Ich glaube, dass Rose das geschrieben hat. Das sind wahrscheinlich Ausschnitte aus Rose ihrem Tagebuch, kann ich mir vorstellen. Ah, okay. Habe ich nicht. Wir brauchen irgendein Baby. Ja, kennen wir auf jeden Fall hier. Hier waren wir. Warum ist hier ein Foto von mir? Oh, tatsächlich. Ja, Rose, warum stellst du überhaupt noch Fragen hier? Ich weiß doch, dass hier alles ganz merkwürdig ist. Da ist der Kristall. Der Kristall ist zum Greifen nah, aber man kommt nicht ran. Oh nein. Zeit zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Oh nein, das ist, okay, sein Bauch ist zugenäht, sieht aus, als wäre etwas drin. Das ist genau so wie in Village, als wir Ethan gespielt haben. Oh nein, bloß dass es so eine Puppe war. Damals so eine Schaufensterpuppe. Oh nein, oh nein, oh nein. Wehe, dieses eklige Teil kommt dann wieder. Das ist alles genau gleich bis jetzt. Und man hört wieder Geräusche. Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal. Der vollgestapelte Schreibtisch. Okay. Wie dem auch sei. Ich brauche nur eine Schere. Eine Schere und dann ist... Oh. 66. Okay. Können wir uns mal merken, was auch immer das zu bedeuten hat. 2. Ey! Yo, chill doch. 6602. Mehr haben wir bis jetzt nicht. 44. 66. Das sind die Zahlen, die wir haben. 66 44 02. Völlig zu gerostet. Dann ist es vielleicht 02 und 44. Nein. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, aber das ist auf jeden Fall die Zahlenkombi. Oder 44, 66 und 02. 44 Das ist so creepy, man hört die ganze Zeit Geräusche, hier spukt es auf jeden Fall. Ist es überhaupt eine 66 oder soll es eine 99 sein? Es könnte halt auch eine 99 sein, gell? Schwierig zu sagen. Ah, warte mal. Nee, ich habe keinen blassen Schimmer. Gehen wir mal raus. Da wird es bestimmt einen anderen
Trick noch geben. Der zugemüllte Schrank, das Bild, im Bücherregal. Ah, guck doch. Der zugemüllte, das ist ein Rätsel. Der zugemüllte Schrank ist das erste. Dann das Bild im Bücherregal und dann der vollgestapelte Schreibtisch. Also dann, der zugemüllte Schrank. Der zugemüllte Schrank, das heißt 02. 02. Dann die 44. Und dann die 66. Ja? Jawoll! Schere. Very nice. Danke. Ah! Mein Gott, warum erschrecke ich mich wegen dieses... Was ist das denn? Okay. Ich erschrecke mich immer wegen so Kleinigkeiten. Das ist so albern. Also das ist schon irgendwie creepy. Ist da was runtergefallen für mich? Nee. Ja, schneiden wir den Teddy auf. Was soll's. Führen wir erstmal eine Operation an dem Teddy durch. Hi, Teddy. Ich bin hier, um ein bisschen rumzuschnippeln. Was befindet sich denn in dem Inneren von dir? Ah, die Figur. Wenn du deine Freunde aufschlitzt, kriegst du den Kristall bestimmt nicht. Okay. du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Oi. Schon wieder? Was jetzt? Okay. Kurz hier alles überprüfen. Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer entfachst. Lucy. Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Lucy. Okay. Lucy scheint hier ihren Platz zu haben. Okay. Wir brauchen noch mehr Figuren. Wir brauchen noch 3 Stück, nehme ich an, oder? Lucy ist die erste. Wie ist die zweite? Jimmy's Room. Jimmy's Zimmer. Kommen wir nicht rein. Okay. Was ist denn die zweite Figur, die wir brauchen? Wir brauchen diese hier. Wie heißt die? Was ist hier überhaupt? Okay, das ist einfach nur eine Druckplatte. Das Etikett ist unlesbar. Na super. Und das ist auch unlesbar. Okay, da wird es dann so ein kleines Rätsel werden. Gehen wir einfach mal raus. Hi. Ich suche. Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Oh. Ist aber nicht nett und auch nicht schön. Ich suche Puppen, aber wir können jetzt das hier erstmal benutzen. Vielen Dank. Hi. Puppe. Pose 2. Muss ich hier tun? Ich bin etwas konfusel. Warum gibt es hier noch mehr Puppen? Ach so. Okay, ich verstehe schon. Nee, das ist falsch. Das passt so nicht. Okay, aber das... Warte mal. Niemand will mit ihr befreundet sein. Was für ein Loser. Nehmen wir die mal mit. Und mach mal die Tür zu. Ja. Aber wir müssen ja dennoch hier weiter.
Jetzt Kasten Fahrstuhl, aber er ist verschlossen. Ist klar. Völlig zugerostet. Wir haben jetzt auf jeden... Müssen wir vielleicht die andere Figur auch noch mitbringen und dann da irgendwas mitmachen? Hi! Und du bist? Du bist... Naja. Sei gegrüßt auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. So, guck mal, die greifen auf jeden Fall alle so an. Was in dem Raum? Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Hä, aber mit wie vielen bitte? Ist hier eine Puppe, die man mitnehmen kann? Junge, wie viele Puppen brauche ich bitte? Lucy. Ah, hier muss Lucy hin. Okay, und die heißt wie? Catherine. Ist das Catherine vielleicht? Ja. Okay, dann holen wir Lucy. Okay. Und Lucy. Was passiert jetzt? Ich finde Puppen gruselig. Ja, ja. Ah, guck mal. Oh. Wir haben den Schlüssel für Jimmys Raum. Welcher da vor... Oh, da ist ja auch noch was drin, sehe ich gerade. Nee. Geht der auch auf? Oh, good to know. Aber ist nichts drin. Okay, machen wir Jimmys Raum auf, was auch immer der kann. Der Schlüssel sieht voll cool aus. Oi. Hi, Jimmy. Muss ich da jetzt runter? Muss ich da jetzt wirklich runter? Ach, na gut, wenn es sein muss. Puppe Pose 3. Oh, das ist so gruselig. Ja, ich finde Puppen auch gruselig. Da hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir 3 Puppen. Oh, da ist die schon wieder. Oh, kannst du es mal lassen? Jetzt können wir doch eigentlich die anderen 2 Puppen wiederholen. Und dann haben wir 3 Puppen. Das funktioniert dann für das Szenario da hinten. Und da kriegen wir vielleicht die letzte Puppe. I don't know. We'll see, we'll see. Jetzt können wir die auf jeden Fall wieder... Kann man die mitnehmen wieder? Ja. Wir müssen den ekligen Pilz von ihr abwaschen. Okay. Ja, das sind auf jeden Fall irgendwelche Szenarien, die sie wahrscheinlich in ihrer Schulzeit durchgemacht hat. Damals. Und das wird ihr hier gerade so ein bisschen reingedrückt. So, zurück in den Raum. Und jetzt haben wir eine Puppe, die ein Geschenk gibt. Könnte diese sein. Nee. Nee. Guck mal, die haben die verarscht. Seht ihr das? Man hat so getan, so mäßig. Haha, guck mal, du kriegst ein Geschenk von uns. Und die hat es dann geglaubt. Das soll Rose sein, die da unten mit dem Ding. Das hier wahrscheinlich, ja. Und dann haben die verarscht. Dann haben die dir so ein Geschenk geben wollen. Und Rose dachte sich so, hey, wie cool, danke für das Geschenk. Dann wurde ihr... Ah, nee, falsch rum. Ich trottel. Hier kommt die andere hin. Hier kommt die hin, die dann so hinzeigt. So, haha. Und hier kommt dann die, die ihr das Geschenk gibt. Okay, was passiert jetzt? Die letzte Puppe. Schwarzhaarige Puppe. Okay, mitnehmen. Okay, wir haben alle, oder? Ja, 4 Stück. Perfekt, dann bringen wir die jetzt zurück. Und dann sollte das Rätsel ja gelöst sein. Auf
Vielleicht kriegen wir dann den Kristall. Ah! Junge, so schlecht. Oh. Okay. Lucy. Ja, vielleicht habe ich mich kurz erschrocken. Vielleicht. Hm, die hier? Ja. Die hier, die bringt das Feuerholz. Und die schwarzhaarige Puppe, die kommt dann hier wahrscheinlich hin. Passt das so? Yay! Ehrlich. Fick dich einfach. Ganz ruhig. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Abnehmen? Hallo? Ja? Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Wer ist Mami? Wer bist du? Den Aufzug nehmen. Okay, dann nehmen wir mal den Aufzug. Let's play. Ne, ich spiele hier gar nichts. Ich will einfach nur gehen. Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Oh Gott. Von wem lasse ich mich denn erwischen? Sicherung. Oh, okay. Du darfst nicht wegsehen. Warum darf ich nicht wegsehen? Ach, ich muss die... Was denn? Oh! Okay, 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 okay. Ich hasse sowas. Ich finde sowas richtig, richtig creepy. Ah! Renn, renn, renn. Ah, das ist richtig creepy, Mann. Ich hasse sowas. Ich finde das gar nicht witzig. Das ist richtig eklig. Was, wenn ich auf die Karte schaue? Das geht. Okay. Wir müssen um die Küche herum. Okay, um die Küche herum. Verdammt, jetzt bin ich in der Küche drin. Wo ist es? Warte mal, wie soll ich das schaffen? Chill mal, ey. Oh! Im Schlafzimmer ist die Sicherung irgendwo. Ah, hier. Oh Gott, sehe ich das aus? Gott verdammt! Oh mein Gott! Okay, wie machen wir das am besten? Kann ich um das Bett? Okay, ich muss kurz wegschauen. Okay. Oh mein Gott, da war noch ein anderer Raum, von dem sie gekommen ist. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, okay. Müssen wir die Sicherung nochmal schnappen?
I see. Gott verdammt! Von wo ist die aber bitte gekommen? Hä, da gibt's doch gar keine Möglichkeit. Das sind zwei! Soll das funktionieren, eurer Meinung nach? Nein! Hä, wie soll das funktionieren? What? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Die sind da nebeneinander? Okay, jetzt ist hart. Wie schaffe ich das? Ey, warte mal, ich glaube, ich musste hier ganz weit reinlaufen. Gott verdammt! Noch ein Tick. Ja, ich glaube nicht weiter. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen. Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Ich habe euch ausgetrickst, ihr Nudeln. Okay. So nicht, meine Damen. Nein. Oh Gott, ich dachte, hinter mir ist nochmal ein. Ah! Okay, das ist wild. Da ist noch eine. Aber ich muss doch nur das Ding reinmachen. Ich Volltrottel. Weg hier. Oh mein Gott. Warum fährt er denn los? Wieso machst du das? Du bist den Kristall. Richtig. Sau gut. Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Das war richtig gut gemacht. Spiel mit ihm. Dann sag ich's dir vielleicht. Boah. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Das Puppenkabinett. Oh nein. Das kennen wir noch von Village mit Ethan. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir die heutige Episode, meine Freunde. Alter Schwede, ich brauche kurz eine kleine Pause und dann spiele ich weiter. Weil ich glaube, das Ende ist nah und ich will das jetzt fertig spielen. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer natürlich, vielen, vielen Dank, Friends. Mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Das war jetzt gerade stressig, aber erstaunlicherweise haben wir das schneller geschafft, als ich dachte. Cool gemacht. Aber fand ich auf jeden Fall bis jetzt das Highlight vom Spiel. Fand ich richtig gut gemacht, Bock gemacht. Wie oft habe ich jetzt gemacht und Macht gesagt? Wie auch immer. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten, meine Freunde. Und ihr wisst ja, nächste Woche Montag seht ihr dann die nächste Episode von Resident Evil. Shadow of Rose. Und in dem Sinne, macht's gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn ja, schreibt's gerne in die Kommentare. Ihr wisst, das hilft dem Algorithmus und ich lese auch sehr gerne eure Kommentare. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Friends. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, CX Sensa, Cyber Psycho XX, Jeff Fuchs, Julian Hausmann, Katharina Bogdanowski, Kinga 1613, Löwe 2002, Marie 21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Patrick Wegmann, Pyrojan 95, Rexy TV, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonat Ümit Çakır,
Sophie, Steffi, Steven, Lied, Tombi27, Jacobi, Totti Botti, Verena Alberer, Yasuchan, Yvonne, Angelina R., ASMR Ruby, Eisel, Beatrice König, Bedia Hahn, Bestie Lea, Betty F., Bloodswand Breed, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Curly LP, Daniel, Da Passi, DG85, Deluxe, Denner, Ehrenblü, Ella, Enger, Fabian Janica Würsching, Florian Wilding, Fluffy XO, Fresh Callboy, Gabba192, Gamester, Giuseppe Corrado, Go Hard, Eisblü, Ist schon okay, Isabel Wernicke, Yannick Peters, Jen Jen, Jennifer Karg, Joanne M, Joel Schnell, Juna La Luna, Justin, Richter, Kai, Kassi, Kilian, Kim S, Lara, Lea, Liam Pascal Falkenberg, live gespielt, Loyal Wolf Official, Luan Jairo, Lukas Hecht, Media Ahmed, Mandy172, Markus Pyrasch, Mario Meyer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Martina, Mary Lou, Matthias HM, Max, Michael, Mira Jane, Nancy Koch, Nico Hund, Nicolas Großer, Nicole Seeger, Nini, Noah Jones Leitenbauer, NWSHTZ, Rainbow Panda, Release, Zagaria 3, Sangus Angelus, Sarah, Sarah S, Sina Beck, Steffi, Strubelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Tina Karaman, Vincent, Xenia, Yolandi, Neko, Kati, Zephyrau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support.